Top 10. Heute 10 YouTuber, die zu weit gingen. Nummer 10, Trollstation. Mit über 1 Million Abonnenten und regelmäßig viralen Videos hat sich Trollstation seit seinem Start im Jahr 2013 zu einem der erfolgreichsten Prank-Channels auf YouTube entwickelt. Doch die Erfolgsstory hat auch seine Schattenseiten. Im Zuge eines Videos von 2015 gerieten die Witzbolde von der Trollstation in Schwierigkeiten. Sie drehten ein Video, bei dem sie so tun wollten, als wollten sie die National Portrait Gallery ausrauben. Sie stürmten schreiend mit Strumpfhosen über dem Gesicht in das Londoner Museum. Dann flüchteten sie mit gefakten, selbst mitgebrachten Gemälden. Die Museumsbesucher dachten, sie seien gerade Zeuge eines Raubüberfalls geworden. Eine Frau fiel gar in Ohnmacht. 4 von ihnen wurden noch am selben Tag verhaftet und wurden später zu Haftstrafen verurteilt. Darunter die Mitglieder des Channels Ebenezer Mensa und Helder Gomes, die 18 Wochen hinter Gitter mussten. Der Kameramann Andrew Ferrizzoli bekam 16 Wochen aufgebrummt. Und der Kopf hinter der Aktion Daniel Jarvis 20 Wochen. Nummer 9. Boots made for crushing. Auf den ersten Blick wirkt der Channel vielleicht noch harmlos. Der Kanal wurde zwischen 2012 und 2016 mit einem ziemlich einfachen Konzept berühmt. Gegenstände wurden mit Stiefeln zerdrückt. Die Sache ist vielleicht vergleichbar mit dem Hydraulic Press Channel oder eben How to Basic und spielt auf die menschliche Begeisterung auf Zerstörung an. Doch was viele Fans des Channels Boots Made for Crushing nicht wussten, dass es noch einen wesentlich düsteren Zweitkanal gab. In der Kanalbeschreibung wurde das Tumblr-Profil des Kanalbetreibers verlinkt. Dort war dann der Link zu einem geheimen, nicht gelisteten YouTube-Kanal zu finden mit dem Titel Boots 666. Dort war dann der Mann mit den gleichen Stiefeln zu sehen, doch trat er auf lebendige Tiere wie Kröten. So etwas möchte YouTube natürlich nicht auf seiner Plattform haben. Außerdem ist das Zerdrücken von Tieren natürlich nicht erlaubt in den USA. Es gibt sogar ganz speziell den Animal Crush Video Prohibition Act von 2010, ein Gesetzestext, der genau das untersagt. Auch wenn der Macher des Kanals allen Anschein nach nicht bestraft wurde, so wurde der Boots 666-Kanal von YouTube entfernt. Boots Made for Crushing verschwand ebenfalls. Nummer 8. Joey Salads. Es ist offensichtlich, dass viele Prank-Videos auf YouTube gefaked sind. Man sieht es schon am amateurhaften Schauspielern und überzogenen Reaktionen, was die Sache letztendlich einfach nur lächerlich macht. Doch Joey Salads Trump-Prank bleibt dennoch erwähnenswert, da er es mit seinem Fake-Video tatsächlich schaffte, die Trump-Wahlen 2016 aufzumischen. Er pflasterte sein Auto voll mit Trump-Stickern und Merch und wollte dann zeigen, was passiert, wenn er das Auto in einem Ghetto-Bezirk parkt. Im Video sieht man dann, wie eine Teenager-Gang sich dem Auto nähert, doch tatsächlich ist auch das alles nur gespielt. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie das Team von Joey Salads die Sache filmt und er Regieanweisungen gibt, hier sehen wir es. Doch die Medien fielen darauf hinein und die Angelegenheit wurde Millionen Menschen als echte Story aufgetischt, bis die Sache schließlich als Fake entlarvt wurde. Auch Salads selbst gab darauf hinzu, dass alles gefaked wurde, doch zu dem Zeitpunkt war das Video schon viral und er verdiente ordentlich mit den Werbeeinnahmen. Nummer 7, The Fine Bros. Tatsächlich probierten die beiden sich das Wort React patentieren zu lassen, so wurden sie damals 2016 auf YouTube gehasst, als sie versuchten, andere YouTuber mit rechtlichen Schritten davon abzuhalten, React-Videos zu drehen. Das, obwohl sie erst 2010 mit React-Videos anfingen und es bereits derartige Videos auf YouTube seit mindestens 2006 gab. Im Versuch, sich ein React-Monopol aufzubauen, reichten sie Urheberrechtsverletzungen ein und auf Phrasen wie Elders React, Celebrities React oder eben einfach nur auf das Wort React. Das Wort React lässt sich übrigens bis in das Jahr 1640 zurückdatieren. Auf jeden Fall sorgten sie für reichlich Strikes auf allen möglichen YouTube-Channels, was natürlich für großen Unmut sorgte. Dabei verwendeten sie bei ihren React-Videos selber Material, an dem sie keine Rechte hatten. Die Gegenreaktion war enorm. Ein Fine Bros Video bekam 230.000 Dislikes von der Community. Von ihren 14 Millionen Abonnenten verabschiedeten sich über Nacht ganz schnell mal 2 Millionen. So entschlossen sie sich endlich, alle ihre lächerlichen Anschuldigungen fallen zu lassen. Nummer 6, Ross Creations. Im Mai 2017 veröffentlichte YouTube-Prankster Ross Creations ein Video auf YouTube, das ihn in Schwierigkeiten brachte. In dem inzwischen gelöschten Video sieht man, wie Charles Ross alias Ross Creations zwei Stoppschilder abmontiert und mit nach Hause nimmt. Er erklärt im Video, dass die Stoppschilder dort ohnehin unnötig seien. Die Polizei war davon nicht so beeindruckt und später im Video sieht man, wie die Cops ihm zu Hause einen Besuch abstatten und ihn verhaften.
Ein paar Tage später lud er ein weiteres Video hoch, in dem er erklärte, dass er des schweren Diebstahls beschuldigt werde und ihn eine maximale Haftstrafe von 5 Jahren erwartet. Er bat die Community um finanzielle Hilfe, damit er sich vor Gericht verteidigen könne, und ihm wurden über $1.400 gespendet. Doch es handelte sich hierbei nicht um seinen ersten Konflikt mit dem Gesetz. In einem Video von 2013 machte er diesen coolen Sprung über 2 Polizeibeamte. Dafür musste er bereits eine Nacht im Knast verbringen. Doch mit seiner jüngsten Stoppschildaktion sind die Behörden der Meinung, dass er andere Menschen in Gefahr gebracht hat. So wird's teuer für ihn. Nummer 5, Daddy-O 5. Kleiner Tipp: Wenn du nicht möchtest, dass das Familienamt dir deine Kinder wegnimmt, dann gründe vielleicht nicht gleich ein ganzes YouTube-Netzwerk, das schlussendlich zeigt, was für ein schlechter Vater du bist. Bis 2017 waren die Eltern Mike und Heather Martin Stolzinhaber des Channels Daddy-O 5. 700.000 Abonnenten verfolgen den Alltag der Großfamilie mit 5 Kindern, bei dem die Eltern regelmäßig ihre eigenen Kinder pranken. Was zunächst noch harmlos klingt, führte in den Videos zu regelmäßigem psychischen und physischen Missbrauch des Nachwuchses. Der 9-jährige Sohn Cody wurde dabei zum Opfer des wohl aggressivsten Pranks. Die Eltern warfen ihm völlig aus dem Nichts und grundlos vor, er hätte unsichtbare Tinte auf dem Teppich verschüttet, und fing an, ihn laut anzubrüllen, bis er schließlich nur noch weinte. Spätestens hier hatten viele der Community die Nase voll und starteten eine Online-Petition, damit endlich das Jugendamt etwas unternehmen würde. Mit Erfolg. Im Mai 2017 wurden 2 der Kinder, diese hatten sie adoptiert, wieder bei ihren leiblichen Eltern untergebracht. Inzwischen wurde der Kanal Daddy-O 5 als auch der Zweitkanal Family-O 5 gelöscht. Nummer 4, Steven Zhang. Joey Salads ist nicht der einzige YouTuber, der beim Faken sozialer Experimente erwischt wurde. Online-Prankster und Vermarkter Steven Zhang wurde ebenfalls dabei erwischt, wie er allen für seinen Fame einen Bären aufbinden wollte. So wollte er auf den Erfolg eines anderen YouTubers aufspringen, der das Video 10 Stunden als Frau durch New York City laufen machte. Zhang entschloss sich, das Video Drunk Girl in Public Social Experiment zu produzieren. Im Video sieht man eine Frau, Jennifer Box, die durch die Straßen läuft und so tut, als sei sie betrunken. Dann kommen nach und nach einige Männer, die sie anbaggern. Das Video erreichte über 7 Millionen Views und schnell wurde in den Medien darüber berichtet. Das Video sei ein toller Beispiel dafür, wie Männer die Situation ausnutzen würden. Tatsächlich war das Video komplett inszeniert. 3 der Männer meldeten sich gar und gaben selber zu, dass sie nur Schauspieler seien. 2 von ihnen sagten, sie hätten nur mitgemacht, weil ihnen erzählt wurde, es würde sich um einen fröhlichen Comedy-Sketch handeln. Auch Jennifer Box sprach sich aus. Man hat ihr gesagt, es handelt sich um ein blödes Prank-Video. Pranks zu faken ist eine Sache, aber sexuelle Belästigung als real zu inszenieren, das ging natürlich zu weit. Das hat auch Steven Zhang schlussendlich verstanden und entfernte all seine Videos von der Plattform. Nummer 3, Pro Syndicate Tim Martin. 2016 machten die YouTuber Trevor Martin alias Tim Martin und Tom Cassell alias Pro Syndicate auf einmal viele Videos über eine Glücksspiel-Webpage, CSGO Lotto. Auf der Seite konnte man mit Counter-Strike Global Offensive Character Skins handeln, gegen echtes Geld. Die beiden machten dafür eine Reihe von Videos mit Titeln wie How to Win $3,000 in 5 Minutes. Auf den ersten Blick schienen Clickbait-Titel wie diese noch das Problematischste an den Videos zu sein. Tatsächlich aber versäumten Tim Martin und Pro Syndicate aber in ihren Videos zu erwähnen, dass ihnen jene fragwürdige Website selber gehört. Anders gesagt, sie machten heimlich Werbung für ihre eigene Firma, während sie so taten, als würden sie sich kritisch mit der Webpage auseinandersetzen. Sie verheimlichten auch, dass sie andere YouTuber dafür bezahlten, dass diese ebenfalls über ihre Webpage sprechen. So schaltete sich der amerikanische Verbraucherschutz ein und klagte gegen die beiden. Im September 2017 einigte sich die Behörde mit den beiden außergerichtlich. Es gab keine Geldstrafe, aber die beiden wurden angewiesen, ihre werbenden Inhalte in zukünftigen Videos deutlich zu kommunizieren. Nummer 2, Sam Pepper. Der kontrovers diskutierte YouTube-Prankster Sam Pepper trieb es schließlich 2015 viel zu weit. Er drehte ein Video, in dem alles danach aussah, als würde er vor den Augen seines Freundes sterben müssen. Ein maskierter Bewaffneter zielte dort direkt auf seinen Kopf, sein Kumpel natürlich in Panik, wie wir hier sehen. Schon vor diesem Prank gab es Videos, die zu weit gingen. 2014 veröffentlichte er ein Video mit dem Titel Fake Hand Ass Pinch Prank. Hier lief er durch die Straßen und grapschte Frauen an den Hintern, während er im Ärmel seines Hoodies eine Kunststoffhand hatte und sie nach dem Weg fragte, ganz schön daneben. Das Video löste ordentlich Hate gegen Sam Pepper aus und der Hashtag ReportSamPeppers trendete unmittelbar bei Twitter. In einer Petition wurden 100.000 Unterschriften gegen den belästigenden Sam Peppers gesammelt und erklärte dann, dass das Video komplett gefaked sei. Alle Frauen seien Schauspielerinnen gewesen. Das erklärte natürlich auch, warum sie so freundlich reagierten und ihm nicht gleich eine gescheuert haben. Und die Nummer 1, PewDiePie.
Wenn du der Presse erzählst, PewDiePie sei ein Nazi, dann würdest du deine These bestimmt länger als 20 Sekunden recherchieren. Bereits Peter Sellers oder Key & Peele machten Nazi-Parodien. Es ist eine Frage, wie man es macht, aber zwangsläufig ist man noch kein Nazi, wenn man Hitler parodiert. Alec Baldwin vertritt auch nicht Donald Trumps Auffassungen, nur weil er ihn spielt. Fest steht jedoch, dass PewDiePie im September 2017 zu weit ging. Während in einem Livestream Battlegrounds spielte, rief er das N-Wort. Da gab es zu Recht zahlreiche Beschwerden, was ihn dazu veranlasste, ein Entschuldigungsvideo hochzuladen. In diesem erklärte er, dass es ihm leid täte, sollte er jemanden mit seinen Äußerungen verärgert oder verletzt haben und so etwas eigentlich nicht seine Art sei. Sein Schlussstatement: Ich bin einfach nur ein Idiot. Ja, da könnte wohl was dran sein. Ja, diese 10 YouTuber haben sich ganz schön bescheuert verhalten. Es ist wichtig zu wissen, dass man mit hoher Reichweite auch hohe Verantwortung trägt. Schau dir unbedingt noch die 10 einflussreichsten YouTuber der Welt an und daneben 10 echt schräge Internetvideos. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen!